Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Kernphysik. Heute soll es um die Mattauchsche Isobarenregel gehen. Was sind Isobare? Isobare sind Nuklide mit gleichem A, aber unterschiedlicher Ordnungszahl Z. Ein Beispiel: Uran-238, Neptunium-238 und Plutonium-238 haben alle die Massenzahl 238, also die Nukleonenzahl 238, haben aber unterschiedliche Ordnungszahlen 92, 93, 94. Wir erinnern uns jetzt einmal an das Tröpfchenmodell und die Weizsäckersche Massenformel. Die Weizsäckersche Massenformel habe ich hier nochmal hingeschrieben. Und wir sehen, wenn wir die Massenzahl A festhalten, erhalten wir hier eine quadratische Funktion in der Variablen Z. Hier steht Z² zum Beispiel, hier steht Z². Und damit haben wir die Möglichkeit, das etwas genauer zu analysieren. Wenn wir eine quadratische Funktion haben, haben wir als Graph eine Parabel. Und zwar haben wir Folgendes. Wir müssen uns nochmal erinnern, was beim Beta-Zerfall eigentlich passiert. Beim Beta-Zerfall haben wir U- und G-Kerne. Also ein UG-Kern ist einer, der eine ungerade Ordnungszahl hat und eine gerade Neutronenzahl, und der wandelt sich durch Beta-Plus-, Beta-Minus-Zerfall oder auch Elektroneneinfang um in einen Kern mit gerader Ordnungszahl und ungerader Neutronenzahl. Ähnlich wird aus einem GU-Kern ein UG-Kern, aus einem UU-Kern ein GG-Kern und aus einem GG-Kern ein UU-Kern. Und jetzt ist es so, wenn wir uns erinnern an die Weizsäckersche Massenformel, dieser Delta-Term, der taucht auf für UU-Kerne und GG-Kerne. Und zwar müssen wir hier bei der quadratischen Funktion, weil dieser Gesamtterm der Bindungsenergie subtrahiert wird, f von z plus Delta schreiben für UU-Kerne, f von z minus Delta für GG-Kerne und einfach f von z für UG und GU-Kerne. Sodass wir hier die quadratische Funktion eindeutig haben für UG und GU-Kerne. Wir haben also für UG und GU-Kerne eine Parabel, wenn wir MZA gegen Z auftragen, und für UU und GG-Kerne auch jeweils eine Parabel mit Plus-Delta und Minus-Delta. Weil wir für UU-Kerne hier Plus-Delta schreiben müssen, ist die UU-Parabel oberhalb der GG-Parabel. Und jetzt schauen wir uns zunächst mal die Parabel hier an für eine ungerade Massenzahl. Da ist es immer so, dass wenn wir hier auf diesem Teil des Parabelastes sind, dass dann durch Beta-Minus-Zerfälle, Beta-Minus-Zerfall bedeutet ja, wir wandeln ein Neutron in ein Proton um, das heißt, die Ordnungszahl erhöht sich um 1. Und damit kommen wir hier durch Beta-Minus-Zerfälle in dieses tiefste Teil der Parabel. Von dieser Seite kommen wir mit Beta-Plus-Zerfällen oder Elektroneneinfängen in den tiefsten Bereich der Parabel. Und das tiefste Teil der Parabel ist das einzige stabile Nuklid für A-Ungerade, also für ein festes A-Ungerade. Und das bedeutet, es gibt nur ein stabiles Isobar, wenn A-Ungerade ist. Das lässt sich sehr leicht auch in der Karlsruher Nuklidkarte nachverfolgen. Da gibt es für festes, ungerades A immer nur ein stabiles Isobar. Das ist der erste Teil der Mattauschschen Isobarenregel. Der zweite Teil, wenn wir hier wieder die Massenzahl oder auch die Energie auftragen gegen Z, haben wir hier die zwei Parabeln und dann kann durch Beta-Minus-Zerfall zum Beispiel von hier nach hier gesprungen werden. Wir springen dann immer mit Z 1 nach vorne und hier auf dieser Seite springen wir mit Z 1 nach links. Ja, da wird also aus Z, Z minus 1. Und das sind dann Beta-Plus-Zerfälle oder Elektroneneinfänge. Ich habe die Beta-Minus-Zerfälle hier blau gekennzeichnet, die Beta-Plus-Zerfälle bzw. Elektroneneinfänge in rot. Und da ist es dann tatsächlich so, da die UU-Parabel hier komplett oberhalb verläuft, ist das tiefste Energieniveau auf der GG-Parabel. Und auf der GG-Parabel kann es also mehrere stabile Isobare geben, die allerdings, weil das ja die GG-Parabel ist, die Differenz 2 haben müssen. Es kann also keine benachbarten stabilen Isobare geben. Und das ist der zweite Teil der Mattauschschen Isobarenregel, der sagt,
Die Differenz der Ordnungszahlen zweier stabiler Isobare ist immer mindestens 2. Schauen wir uns nochmal eine Ausnahme an. Also es gibt auch stabile UU-Kerne, allerdings nur für Massenzahlen kleiner gleich 14. Auch die lassen sich in der Karlsruher Notizkarte finden. Das sind einmal Wasserstoff 2, also Deuterium, dann Lithium 6, Bor 10 und Stickstoff 14.